Ich habe Ihnen ein Szenario gegeben, das heißt 4 Übung Ritter, Prinzessin, Anfang, und das haben Sie sich in Ihren Ordner meine Greenfoot-Szenarien kopiert, so wie ich. Gut, schauen wir uns das mal an. Wir lassen es laufen. Hier passiert überhaupt gar nichts. Das ist total schade. Gucken wir mal an. Da gibt es den Blitz. Und der Blitz kann auch nicht viel. Der wird immerhin skaliert. Dann gibt es die Person. Die kann auch nichts. Der Ritter. Naja. Sie sehen, dass schon die Süßigkeiten auf der Welt sind. Also eigentlich das Einzige, was ich machen muss erstmal, ist, dass sich die Blitze hin und her bewegen und dass der Ritter von unten nach oben gesteuert werden kann. Ich mache erstmal die Blitze. Erstmal ist klar, dass sich die Blitze mit einer zufälligen Geschwindigkeit bewegen. Das heißt, ich brauche ein Attribut, eine variable Geschwindigkeit. Die braucht einen zufälligen Wert. Das Telefon klingelt, ich muss kurz rangehen. Sekunde bitte. Also, oh Junge, also wollen wir mal Kiezomat. Oder wo? Ab und zu rein, okay, ist auch gut, aber ab und zu rein ist super. Das ist gleich. Da bin ich wieder. Entschuldigung. Wenn ich das jetzt so mache, dann kann es auch sein, dass er 0 würfelt oder 1 und der Blitz wird mega langsam. Also sage ich einfach hier plus 15. Kann natürlich sein, dass das viel zu schnell ist, weil 15 jetzt die Minimalzahl ist, dann ändere ich das einfach wieder um. So, der Blitz ist ja original ausgerichtet nach Osten, das wissen wir ja. Also könnte ich sagen, this.move this speed. Lassen wir ihn einfach mal moven, ohne dass er sich umdreht. Zack, super, war jetzt ein bisschen arg schnell. Naja, okay, müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht hier noch ein bisschen runterdrehen. So. Wenn es zu langsam wird, wird es natürlich zu einfach. Gut. Wenn du am Rand bist. Dreh dich um 180 Grad. Und deine Geschwindigkeit verändert sich. Sie haben ja gesehen, manchmal ist er schnell, manchmal ist er langsam. Und dann soll er natürlich noch jedes Mal seinen Sound spielen. Alles klar, probieren wir es aus. Ganz super. Okay, ob die Geschwindigkeit hier machbar ist, wirkt irgendwie gerade ein bisschen schnell. Ja, vielleicht muss man ihm ein bisschen weniger geben, dass man hier sagt, ah, du kriegst hier nur plus 5 oder so. Ja, jetzt sieht es ziemlich leicht aus. Das können Sie ja noch austarieren. So, schauen wir den Ritter an. Der sammelt erstmal die Süßigkeiten, also kriegt er ein Attribut. Steuerung Shift I, alles ist schön aufgeräumt. Gut, gucken wir mal, was in der Act-Methode so passiert. Erstmal sagt er natürlich, wie viele Süßigkeiten er gegessen hat. Wir holen die Welt. Show Text. Setzen wir ihn auf die Mitte der Welt und irgendwo ganz unten. Sie sehen, das habe ich jetzt gemacht, weil ich einfach zu faul war, nachzugucken, wie groß die Welt ist. Ich gehe ganz runter und ziehe dann 40 ab. Wenn es mir nicht passt, kann ich es ja immer noch ändern. Gut, als nächstes die Tastensteuerung. Wenn die Taste Space gedrückt ist, mit der Leertaste fahren wir. Wenn wir in den Konstruktor schauen, sehen wir, dass der Ritter sich um 90 Grad nach links gedreht hat. Original schaut er immer zuerst nach Osten. Wenn er sich nach links gedreht hat, schaut er also nach Norden. Damit können wir schreiben: This move 4. Super. So, was passiert, wenn er eine Süßigkeit berührt? Die Süßigkeit verschwindet, er spielt einen Sound und kriegt einen Süßigkeitspunkt dazu. Damit wir den Sound spielen können, müssen wir den hier oben deklarieren. Wie heißt dieser Sound? Gesammelt.
Toll. Eigentlich sollte man für solche Sounds immer eher die WAVs nehmen, denn da muss der Computer nichts interpretieren, sondern kann das direkt spielen. Gut, jetzt müssen wir nur noch überprüfen. Wir können das jetzt mal laufen lassen. Super, frisst die Süßigkeiten, rettet die Prinzessin. Klar, Kollision mit dem Blitz oder der Prinzessin sind noch nicht so drin. Machen wir das mal kurz. So einfach war es schon. Tschüss, bis zum nächsten Mal.